Wenn Shoegaze, Metal und Punk aufeinandertreffen, klingt das nach einer Menge Potenzial und das ist natürlich genau mein Ding. Daher höre ich mir heute für euch What Have We Done von Brutus an. Los geht's nach dem Intro. Brutus war mir bisher ziemlich unbekannt. Ich bin da jetzt gerade nur durch einen guten Bekannten, Grüße an Nico an der Stelle, draufgekommen und dachte mir, diese drei Elemente miteinander zu verweben, klingt nach etwas, was genau was für mich wäre. Und habe mir dann aus dem aktuellen Album Unison Live das Lied What Have We Done ausgesucht, der letzte released Track von diesem Album. Und ja, Brutus sind ein Trio aus meiner Heimat Belgien mit einer weiblichen Sängerin, die gleichzeitig auch das Schlagzeug spielt. Und ich bin schon damit überfordert, mir die Schuhe zuzubinden und gleichzeitig zuzuhören, wenn jemand redet. Und dann auch noch Schlagzeug spielen und gleichzeitig singen, habe ich wahnsinnig Respekt vor. Jedenfalls ist es eine Band, die 2013 in Belgien gegründet wurde. Und die Mitglieder der Band waren auch schon in anderen Projekten unterwegs. Und bin auf jeden Fall sehr gespannt, habe keine Ahnung, was mich erwartet. Und weiß aber nur, diese drei Elemente, Shoegaze, Punk, Metal, sind alles Stile, die ich sehr schätze und mag. Und bin deswegen sehr, sehr gespannt. So, natürlich brauche ich meine Kopfhörer. Und los geht es. Der Wechsel. Großartig. Ich bin jetzt in die Stimme verliebt. Schöner langsamer Aufbau. Ich glaube, da kommt was. Unglaublich viel Emotionen sie in die Stimme legt. Wahnsinn. Yeah.
Wow. Okay, wow. Also, zuerst einmal bin ich total begeistert, mit was für einer Brachialität sie aus sich rausbricht. Also da merkt man schon so diese leichten, rotzigen Punk-Ansätze. Den Metal habe ich jetzt tatsächlich nicht so wirklich rausgehört. Es war wirklich eher so eine Rockballade, würde ich fast schon sagen. Also dieses Gitarrenspiel, diese leichte, verträumte, fast schon Dream-Pop-Richtung, was dann aber unterbrochen wird von ihrer unglaublich tollen Stimme. Und also es ist halt wirklich ein Klanggewebe, auf dem man quasi mitschwebt. Und das finde ich unglaublich schön. Am Anfang so wirklich so dieser Wechsel von dieser zarten, leichten Stimme und dann bricht da schon so dieses Emotionale aus. Also unglaublich toll. Und nicht ganz das, was ich erwartet habe. Als ich gehört habe, ja, Shoegaze Metal, da war es mein erster Gedanke dann schon fast so Richtung Alchest. Aber wow, also es klingt so ein bisschen nach 90er, frühere 2000er. Sie hat da treffenderweise ein Deftones-Shirt an und man merkt da schon so gewisse Einflüsse, finde ich. Aber wow, also stimmlich bin ich absolut begeistert. Ich müsste wahrscheinlich noch ein paar andere Lieder hören, um mich wirklich so in die Band reinzufinden. Der erste Eindruck ist auch wirklich schon ziemlich, ziemlich gut. Ich will mehr hören. Also ich denke, ich werde mir das aktuelle Album mal wirklich mit Kopfhörern auf dem Sofa liegend zu Gemüte führen, weil ich glaube, es ist wirklich etwas, wo man eintauchen muss. Es ist nichts, was man halt jetzt irgendwo während der Bahnfahrt oder so hören kann. Da kann ich mich persönlich nicht wirklich fallen lassen und quasi die Komposition aufsaugen. Und ich sehe da auf jeden Fall eine Menge Potenzial. Wie gesagt, das sieht man jetzt fast schon, fand ich, ruhig und fast schon eine Ballade. Möchte gerne mal hören, wenn die wirklich komplett brachial ausbrechen. Und hab jetzt auf jeden Fall Bock auf mehr. Also, wow. Das hat mich jetzt wirklich arg überrascht. Und bin auf jeden Fall heiß auf mehr und werde mir aber auf jeden Fall auch noch ein paar andere Songs von der Band anhören. Mal so ein bisschen so durch die Diskografie grasen. Jetzt schon auf jeden Fall
kann nicht verstehen, warum Nico es als eins seiner Highlights 2022 bezeichnet hat. Und ich ärgere mich gerade, dass ich nicht schon früher von der Band gehört habe. Wow. Also das muss ich jetzt erstmal sacken lassen. Wow. ihr hört's, ich bin begeistert. Und wie fandet ihr den Song? Kanntet ihr Brutus schon vorher? Und was soll ich mir eurer Meinung nach mal anhören? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.